When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Jo, was ist denn jetzt los? Auf geht's! Auf geht's, Bauer! Servus miteinander, Tag 2 der Trachten- und Schützenumzug heute hier in München zum 182. Oktoberfest. Und neben mir steht das neue Münchner Kindl. Guten Morgen. Grüß Gott. So früh schon auf den Beinen. Ja, doch, das muss sein. Ja. Den gestrigen Tag gut überlebt, überstanden? Ja, ich war noch ein bisschen länger unterwegs, aber habe genug Schlaf bekommen. Also hast du noch jedes Zelt quasi so richtig mal unter die Lupe genommen? Das kommt jetzt erst noch. Ich war gestern nur im Schottenhammel. Die anderen Zelte, die nehme ich mir die nächsten 2 Wochen vor. Sag mal, wie war jetzt so für dich der erste Tag? Du bist jetzt neu in dem Business, wenn man das mal so nennen kann. Erzähl doch mal, was war so dein Eindruck, was waren deine Highlights darüber? Also mein Highlight war, als ich im Zelt singen durfte. Das hat mir ganz besonders gut gefallen und halt die Leute, die Stimmung im Zelt, das vermisst man schon, wenn man das ganze Jahr über nicht hat. Wo geht die Reise hin nach der Wiesn? Was sind so die Pläne danach? Nach der Wiesn hat mein Vater erstmal Geburtstag und dann nach dem Geburtstag geht es wieder nach London erstmal zum Studium und dann hoffentlich bald wieder nach München. Was studierst du denn? Musik. Ah, da ist natürlich die Wiesn gar nicht mal so verkehrt, oder? Ich meine, so einen richtigen Wiesn wie dieses Jahr gibt es doch gar nicht. Gibt es einen? Für mich, also mein Lieblingslied ist immer von Sportfreunde Stiller, ein Kompliment. Und das ist immer mein Lieblingslied, aber einen richtigen Wiesn-Hit. Das läuft dann so ein bisschen zur späteren Stunde ja meistens, gell? Ja. Sag mal, jetzt bist du ja natürlich als Münchner Kindl nicht im Dirndl unterwegs zur Wiesn. Vermisst du das? Ja, ich habe mich ja gestern auch umgezogen. Ich hatte ja dann auch mein Dirndl an. Erkennen dich dann die Leute? Nur manche Leute, aber das ist dann auch ganz gut so. Wie schaut denn das Dirndl aus beim Münchner Kindl? Was trägst du? Also gestern hatte ich ein blau-grün-rosanes Dirndl an. Und wo ist die Schleife? Zum ersten Mal rechts dieses Jahr. Weil 6 Jahre immer links und jetzt zum ersten Mal rechts. Passend zum neuen Job trägst du die Schleife jetzt rechts. Auch blöd, oder? Ach, das ist auch mal ganz gut. Ich freue mich. Alles klar. Was erwartest du heute von dem Trachten- und Schützenumzug? Auf was freust du dich am meisten? Freue mich wieder auf die Leute, die einem alle zuschauen und denen zuzuwinken. Und okay. Das macht mir am meisten Spaß. Super, dann vielen Dank und wir wünschen dir auch viel Spaß beim Trachten- und Schützenumzug. Danke. Tschüss. Tschüss.